Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Doraemon. So, wir sind dabei, den großen Baum zurückzusetzen, dass es nicht mal zu irgendwelchen Unfällen oder Stürmen kommen kann. Allerdings, während wir mit den Kopfkoptern losfliegen wollten, ja, sind wir in eine Art Sturm geraten. Und ich hoffe, es ist nicht so ein ganz schlimmer Sturm. Es kann im Moment quasi alles passieren. Wir werden mal sehen, was kommt. Weiter geht's. Ich dachte, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Haltet einander an den Händen, damit wir nicht getrennt werden. Gute Idee. Halt dich fest, Nobita. Aha! Nobita! Oh nein, Nobita! No! Was ist passiert? Was? Jemand ist vom Baum der Ältesten runtergefallen. Oh nein, Nobita! Harmon, warte! Du kannst doch nicht bei diesem Sturm raus. Harmon! Er muss irgendwo da vorne gelandet sein. Aber da vorne ist... Aha. Nobita! Ah, er wollte nie rein. Jetzt tut er es. Ich hab sogar eine echte Gänsehaut. Ah, ich bin gerade vom Baum geflogen. Nobita, alles in Ordnung? Ich sagte doch, dass ihr nicht gehen sollt. Nun ist es zu spät. Du machst Witze. Nobita, heiliger Strohsack, alles okay? Harmon! Ach, du solltest nicht hier draußen sein. Es ist gefährlich. Wer? Ich will es nicht hören. Komm schon, wir müssen Schutz suchen. Wow! Oh. Bist du verletzt? Moment, dieser Armreif. Oh, Harmon. Du bist es wirklich, nicht wahr? Oh. Wie? Meine Güte. Was dachtest du dir dabei, in den Sturm hinauszulaufen? Wie konntest du dich so in Gefahr bringen? Ich. Mama? Bist du es? Ah, es war schon noch ein bisschen schlecht, oder? Harmon, Rina! Jetzt hört aber zu, Baum der Ältesten. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Zeit für einen neuen Versuch. Nobita! Meint ihr, Nobita geht es gut? Nicht, wenn er mit diesem Tempo mit dem Kopf aufschlägt. Wie kannst du nur so etwas sagen? Lass es, Sunio. Nobita hat so einiges durchgemacht. Leute hier drüben, da ist er, der Mann der Stunde. Es geht dir gut. Was für eine Erleichterung. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht, du Eumel. Du Eumel. Entschuldig. Lass uns jetzt dieses Blatt suchen. Operation Blatt pflücken, Neustart. Oh, Bingo. Das hier muss es sein. Ja, das sieht sehr danach aus. Beeil dich und reiß es ab. Ich halte mich an diesen Zweig fest und du holst das Blatt. Oh. Komm schon, Nobita. Mach keinen Quatsch. Ich komme nicht dran. Das Blatt ist zu weit weg. Wenn Doraemons Arme nicht so kurz wären und pummelig. Oh. Wen nennst du hier pummelig? Stuttelz, wir müssen zusammenarbeiten. Geschafft. Seht mal, da war der Ältesten. Er schrumpft. Du hast es geschafft, Nobita. Adios, du blöder, riesiger Sturm. Achtung, Leute, es geht abwärts. Alles okay, Leute? Puh, ihr habt es in einem Stück zurückgeschafft. Hey, wartet. Was ist denn mit dem Sturm passiert? Er scheint vorbeigezogen zu sein. Wow, wir haben es also wirklich geschafft, hä? Puh, was für eine Erleichterung. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Sieht aus, als wäre der Baum der Ältesten nicht mehr. Au. Ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben. Ich auch. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ach, Harmon. Habe ich mich verhört oder hast du zu Wiener Mama gesagt?
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist mir einfach so herausgerutscht. Woher wusstest du überhaupt, wie ich heiße? Mein Sohn hieß Harmon. Wie, bitte was? Dein Sohn vor 80 Jahren war Harmon, aber der da ist in meinem Alter. Du kommst aus der Vergangenheit. Kann mir das bitte jemand mal erklären? Das Sohn kam doch nicht mit, als du durch die Zeit geflogen bist. Das dachte ich auch, aber dieser Junge hier. Geht es euch gut, Kinder? Raviola! Och, ach du meine Güte. Göttin, du bist zurück. Kleine Raviola? Bist es wirklich du? Ich glaube es nicht, aber wie? Warum bist du hier? Alles fing damit an, dass ich vom Gigasturm erwischt wurde. Ich wusste es. Oh, ich habe es die ganze Zeit geahnt. Du, mein Bruder und Baby Harmon, ihr wurdet uns vom Sturm genommen. Ah, also ist sie ja trotzdem die... Du, mein Bruder und Baby... Also ist sie die Tante quasi von Harmon. Warte. Nachdem alles vorüber war, wart ihr drei einfach verschwunden. Meine Eltern und ich haben immer gewartet, dass ihr zurückkommt. Und was ist mit meinem Bruder? Ist er nicht bei euch? Er ist... Es tut mir so leid, Raviola. Was tut dir leid? Ich dachte immer, ich sei die Einzige, die vom Sturm erwischt wurde. Ich hätte nie gedacht, dass meine Familie auch fortgerissen wurde. Boah, warte, was willst du damit sagen? Außer Wiener wurden noch mehr Leute in diesem Sturm vermisst? Ja, sie war nicht die Einzige. Wiener, ihr Mann, ihr kleiner Sohn und viele andere Städter. Ah, und das alles nur wegen mir und diesem Baum. Was habe ich getan? Aber nun bist du zurückgekommen. Hey, wo wusstest du, wer Harmon war, als du ihn fandest? Wie meinst du das? Nun, ein kleines Baby sagt ja nicht einfach so, ich bin Harmon, oder? Etwa 70 Jahre nach dem Sturm fand ich ein Baby am Baum der Ältesten. Er sah aus wie der andere Harmon, also gab ich ihm denselben Namen. Ach, also war das alles nur ein Zufall? Ja, aber ich dachte mir, dass da mehr dahinter stecken könnte. Oma, ich bin zwar schon alt, aber eigentlich deine Tante, nicht deine Oma. Ja. Das ist wohl wahr. Ach, mein armer Harmon, es tut mir so leid. Was tut dir leid? Das alles ist nur passiert wegen des Baumes der Ältesten. Schon gut. Es war nett, meinen ersten mütterlichen Rüffel zu bekommen. Was, Harmon? Ach, jetzt bin ich Teil des Clubs. Da mit mir geschimpft wurde, was? Ätzend, oder? Irgendwie schon. Aber heute hat es sich gut angefühlt. Du Vogel. Wie toll, dass Wiener und Harmon einander gefunden haben. Wer hätte das gedacht? Ich will keine Spaßbremse sein, aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Guter Einwand. Moment. Was? Stimmt etwas nicht? Mir ist gerade etwas eingefallen. Was eingefallen? Ihr wisst doch, dass ich mit einer Zeitmaschine hergereist bin? Ja, das hast du uns ausführlich erklärt. Nun, ich habe diese Zeitmaschine hier irgendwo versteckt. Und mit hier meinst du... unter dem Baum der Ältesten? Genau. Moment, das bedeutet also... mit Doraemons Apparaten könnte ich sie reparieren. Wirklich? Ah, und wir können dann endlich nach Hause? Juhu! Oh, ich danke dir, Wiener, danke. Also, mal sehen. Das Ausgraben der Zeitmaschine dürfte ungefähr eine Woche dauern. Und dann können wir nach Hause? Nach so langer Zeit. Wir müssen allen sagen, dass wir uns bald auf den Weg machen. Zum Dank müssen wir die letzte Woche ganz besonders machen. Ich werde alles und jeden kulinarisch verwöhnen.
Und ich muss sofort in die Klinik, den Doktor. Der Doktor wird das nicht erlauben. Er wird das nicht glauben. Was rede ich da? Er wird das nicht glauben. Ich muss Thermes alles erzählen. Ich muss die Farm wohl an Harmon übergeben. Eine Woche später. Heute ist der Tag, was? Ja. Mach dir um die Farm keine Sorgen. Danke, Harmon, für alles. Nichts zu danken. Du warst uns allen ein guter Freund. Verabschiede dich von allen in der Stadt. Sie werden dich vermissen. Ja, das habe ich vor. Und vergiss nicht, deinen Tieren Tschüss zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Sieht aus, als wollten dich alle Tiere noch einmal sehen. Ein letztes Mal sehen. Vergiss ihn nicht. Sag mir, wenn du fertig bist. Okay, jetzt kann ich noch mal... Oh! Hey! Ist ja wie ein Zoo hier. Was ist denn das hier für eine Versammlung? Nun, aber mit der Ruhe. Wollt ihr euch verabschieden? Oh. Danke, es war toll mit euch allen. Wachst schön und gedeiht. Danke für alles. Ich werde euch nie vergessen. Alles bereit? Ja. So sieht es aus. Alles klar. Wir müssen mit noch mehr Leuten reden. Gehen wir. Nach dir. Die Antewichte wollen dich auch noch sehen. Ich habe gehört, dass du uns verlässt, Nobita. Ohne dich wird es nicht dasselbe sein. Ich werde euch wirklich vermissen, Wichtel. Du kommst nie mehr zurück, oder? Niemand weiß sicher, ob er es kann. Ja, aber ich glaube, es könnte möglich sein. Dann nehmen wir dich beim Wort. Auf jeden Fall. Wir werden auf dich warten. Danke, Wichtel. Wir sehen uns hoffentlich bald. Gute Reise, Nobita. Alles klar. Gehen wir zurück zum Platz. Alle scheinen hier zu sein. Du solltest mit ihnen sprechen. Nobita, Doraemon. Hey, Mina. Ich bin fast fertig. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Okay. Ja, wirklich, alle sind nicht hier, nur die paar. Hey, Nobita, fertig mit der tränenreichen Abschiedsrunde? Ich bin bei Resto hängen geblieben. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich wette, Resto wird dich sehr vermissen. Ich kann es kaum abwarten, meiner Mama zu zeigen, wie ich kochen kann. Das wird sie ganz schön beeindrucken. Auf jeden Fall. Aber hey, du solltest auch einen anderen Tschüss sagen. Ich warte hier bei Vina, wenn ich fertig bin. Okay, bis später, Suneo. Hey, Nobita. Bist du mit deiner Abschiedsrunde fertig, Giant? Niemals. Ich wünsche, ich könnte hier für immer bleiben. Warum bleibst du denn nicht einfach? Ich muss meiner Mama zeigen, was Penta mir alles beigebracht hat. Ja, sie wird sicher sehr beeindruckt sein. Ich hoffe, du hast recht. Was ist mit dir? Bist du fertig? Vermasse deinen Abschied nicht. Ich warte hier bei Mina, wenn ich fertig bin. Bis dann. Bis später, Giant. Ich meine, natürlich ist es noch relativ klein. Ne? Wie lange haben wir jetzt gespielt? 2,5 Jahre? Ich meine, wenn dein Kind auf einmal um 2,5 Jahre gewachsen ist, ist es auch ein bisschen komisch, oder? Das würde ja schon ein bisschen auffallen, eigentlich. Hey. Oh, Nobita, es ist wirklich traurig, sich von allen zu verabschieden. Ja, das ist es. Hat es dir hier gefallen, Shizuka? Auf jeden Fall. Wir hatten so viel Spaß. Nach der Sache mit Harmon und Wiener verstehe ich meine Mama besser. Dr. Okonto hat mir gezeigt, wie ich mich um Pieps kümmern kann. Ja, das wird deine Mama und Pieps sicher sehr freuen. Ich hoffe es sehr. Hast du dich bei einem verabschiedet, Nobita? Ich warte hier bei Wiener. Wenn du fertig bist, bis später. Okay, bis später, Shizuka. Kann ich hier nochmal hingehen? Nee, geht nicht. Krass, ich bin hier gefangen. Ich muss hier mit den Leuten reden. Ich kann den Platz hier nicht verlassen. Hey. Nobita, du hast für uns alle so viel getan und es geht uns allen uns so viel besser. Hey, ich freue mich, dass Harmon und du jetzt wieder euch gefunden habt. Ich kann nichts rückgängig machen, aber ich will es wieder gut machen. Ich glaube, du hast das Richtige getan.
Ich habe Harmon wieder bei mir und nun werde ich meinen Mann suchen. Immer noch keine Ahnung, wo er sein könnte. Er könnte in einer anderen Zeit sein und auch nach mir suchen. Du hast Harmon gefunden. Du wirst auch deinen Vater, du wirst auch seinen Vater finden. Hoffentlich. Also, hast du dich von allen verabschiedet? Noch nicht. Vergiss niemanden. Sag mir, wenn du fertig bist. Hallo, mein Lieber. Du verlässt uns wirklich, oder? Ja, danke, dass du auf mich aufgepasst hast, Raviola. Du und deine Freunde haben dieser Stadt so viel geschenkt. Ihr habt uns die Göttin zurückgebracht und Harmon lächelt wieder. Ich könnte dir niemals genug danken für alles. Das ist aber lieb von dir. Ich befürchte, dass wir nach all dem Glück nun Pech haben könnten. Sei nicht so albern. Es kann doch besser und besser werden. Du hast ja jetzt Vina und Harmon und bestimmt auch bald deinen Bruder. Vielleicht hast du ja recht, Schatz. Apropos Göttin, du solltest ihr Bescheid geben, wenn ihr fertig seid. Ich werde hier auf dich warten. Okay, bis dann. Rede nochmal kurz mit Harmon. Hey, Nobita. Ich wollte mich kurz für alles bedanken, was du getan hast. Hey, das ist mein Text. Du warst mir eine große Hilfe. Du und meine Mama. Du hast meine Mama gefunden und hoffentlich finden wir meinen Vater. Das werdet ihr bestimmt. Wird bestimmt ziemlich abenteuerlich, aber ich freue mich sehr drauf. Das freut mich zu hören. Ohne euch wird es ganz schön ruhig hier werden. Ich glaube, wir zwei werden uns irgendwann bestimmt wiedersehen. Das sagt mir zumindest mein Herz. Ach, entschuldige, ich wollte eigentlich ein Schwein. Ach, ich will dich mit einem Lächeln verabschieden. Du bist ein echter Komiker, Harmon. Mama sagt, ihr sollt Bescheid sagen, wenn ihr soweit seid. Sicher, sicher. Bis bald. Ja. Gut, dann. So. Ja, ja. Weiter, weiter. Das Gespräch hatten wir ja schon. Ich bin fertig. Sehr gut. Dann sollten wir jetzt starten, oder? Oh, wow. Ihr seid alle hier, um uns zu verabschieden. Hey, Moment. Wo sind Doraemon und Vina? Vina zeigt Doraemon, wie man die Zeitmaschine bedient. Oh, das ist natürlich wichtig. Entschuldigt die Verzögerung. Hier ist der Zeitreiseexperte. Endlich. Nun können wir endlich nach Hause. Auch wenn es ein bittersüßer Abschied ist. Wir können euch doch noch immer besuchen kommen, oder? Auf jeden Fall. Da geht's aber in die Stadt und nicht zum Baum oder zur Zeitmaschine. Egal. Wenn wir in unserer Zeit zurücksehen, gebe ich dir die Zeitmaschine zurück. Warum das? Du brauchst sie, um Harmons Vater zu finden, oder? Also bleibt jetzt fast lange hier, okay? Nobita. Danke. Du kannst es bestimmt nicht erwarten, deinen Vater zu treffen, oder? Ja, ich bin ganz schön aufgeregt. Komm schon, sonst lassen wir dich noch hier. Hey, immer mit der Ruhe. Sagt euch allen vom ganzen... danke euch allen vom ganzen Herzen. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Matane. Und weg sind sie. Danke dir auch, Nobita. Und das war's. Das war Doraemon. Also Story of Seasons Doraemon. Oh, sehr schön. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Es hatte was. Also, es war sehr simpel. Aber gleichzeitig auch kompliziert. Also mit dem Geld, das ist eine Sache, ne? Da zurechtzukommen. Aber sehr herzliche Charaktere. Sehr lieblich gemacht. Oh, das sieht man auch Ramons Vater, ne? Schön. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich hätte gerne mehr von den Spielen. Ich freue mich auch schon auf das Mineral Town bzw. Back to Nature Remake. Was dann jetzt nicht von Harvest Moon, sondern von Story of Seasons sein wird. Ich glaube, in Japan ist es schon erschienen. Hier hat es noch etwas ein verzögertes Release-Datum. Aber irgendwann im Jahr soll das ja rauskommen. Ich werde es auf jeden Fall Let's Playen, keine Sorge. Ich freue mich schon sehr drauf. Ah.
Okay, dann mal gucken, was ich für neue Projekte in der Zeit haben werde. Ich bin derzeit nicht ganz so motiviert, was Aufnehmen angeht, muss ich sagen. Man sieht auch, dass etwas unregelmäßiger Videos kommen. Allerdings bin ich derzeit ja auch ziemlich im Posher-Game. Da lade ich auch relativ viel jetzt hoch. Mal gucken, vielleicht mache ich das nächstes wieder ein Digimon-Let's Play. Ich weiß es noch nicht, was als nächstes kommt. Animal Crossing kommt ja auch bald raus. Nächsten Monat, glaube ich sogar schon. Ja, nächsten Monat müsste es sein. Habe ich auch vor zu Let's Playen. Ne? Da kommt noch einiges auf uns zu, auf jeden Fall. Dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Vielleicht kommt noch irgendwas am Ende des Abspanns. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich lasse es auf jeden Fall noch zu Ende laufen. Dann tschüss. Hey Mama, sieh mal, was ich gemacht habe. Oh Mann, die Mutter sieht echt aus wie er. Der Wahnsinn. Kann ich auch weiter drücken? Ja. Wow, ganz allein? Ich bin beeindruckt. Benutze es bitte ganz oft, okay? Werde ich tun. Danke, Takeshi. Hat dir jemand so Neo Spezial bestellt? Selbst gemacht. Probier mal. Oh, das ist alles für mich, mein Lieber. Wie süß. Ach, du bist so ein Herzchen. Süßer ist Honig, Zucker und Ahornsirup zusammen. Ah, Pieps, geht es wieder gut. Darf ich sie für mein Projekt beobachten? Nun, du hast dich so gut um sie gekümmert, natürlich. Wo hast du überhaupt gelernt, dich so um sie zu kümmern? Sagen wir mal, ich habe heimlich geübt. Hey Mama, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, was ist denn das für eins? Ich habe es selbst gepflanzt. Er hat jede Menge Liebe und Fürsorge in die Aufzucht gesteckt. Echt? Nun, ich könnte doch etwas Köstliches daraus kochen. Ja, bitte. Und danke dir. Ah, die Essensglocke klingelt. Gut gemacht, Kumpel. Takeshi, Tsuneo, Shizuka und Nobita, ihr habt exzellent gearbeitet. Ach was. Ich wette, unsere Projekte waren die besten der Schulgeschichte. Ich habe es wirklich getan, Harmon. Ich hoffe, ich sehe euch wieder und kann euch alles darüber erzählen.
Hamons Papa. Oder? Oh. Erinnerst du dich an den Samen aus der Höhle? Hast du ihn noch? Oh, hab ich das nicht erzählt? Er ist einfach verschwunden. Was? Vielleicht ist er in einer anderen Zeit herausgefallen? Komm schon, mach dir nicht so viele Sorgen. Ich hoffe nur, dass es klappt. Hm, was ist das? Hab ich nur... Ah, hab noch nie so einen Spiralsamen gesehen. Ist es eine neue Art? Ich hab's. Ich werde diesen Samen für mein Projekt anpflanzen. Ja, wir speichern. Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Das ist ein ultra altes Spielstand. Ich habe schon lange nicht mal gespeichert. Ja, 5.2. Der ist heute. Aber nicht mal lange. Nur noch 3 Minuten. Schon 0 Uhr fast. Okay. Das war's jetzt. Schön. Gut. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Danke fürs Zusehen. Bye.